Ja, willkommen zurück bei The Curse of Monkey Island. In der letzten Folge haben wir es ja im Schwertkampf versucht und erfolgreich bestanden. Und jetzt sind wir auf Blood Island. Unsere Mannschaft will leider wieder ins Friseurgewerbe einsteigen. Also sind wir wieder auf uns gestellt. Ja, und jetzt gucken wir uns hier erstmal um, wo wir überhaupt sind. Hier ist eine glitschige, fettige Handlotion. Es ist eine Flasche wohltuender Handlotion. Kriege ich die? Das lässt du am besten. Diese Handlotion ist für die raue, trockene Haut, wenn man am Schiff gearbeitet hat. Aha. Haggis? Hi. Meuterei ist ein großer Schritt. Seid ihr sicher, dass ihr es nicht nochmal überdenken wollt? Hi, Jungchen. Wir sind alle einer Meinung. Wir spüren lieber den Sprühnebel von Haarspray, als den des Ozeans in unseren Gesichtern. Okay. Wie steht's mit den Reparaturen? Nun, Jungchen, die Dinge könnten schlechter laufen. Es gibt viele Baumstämme auf dieser Insel, sodass wir alle großen Löcher im Rumpf reparieren können. Wir werden auch ein Tanzparkett aus hartem Holz auf dem Lido-Deck hinzufügen. Nett. Ei, da gibt es etwas, das uns schon eine ganze Weile beschäftigt. Mhm. Ihr Meuterer hättet euch besser in Acht genommen. Aufpassen, wovor? Nun, vor einer Sache. Du wirst durch die Schande deiner eigenen Schuld in den Wahnsinn getrieben. Die See hasst Deserteur und sie verschlingt sie. Oder wird keine hochglanzpolierten Schuhe da. Die See hasst Deserteure und sie verschlingt sie. Nee, Jungchen. Die See hasst telefonierende Winkeladvokaten, die während der Essenszeiten anrufen. Es sind die Alpen, die ein Deserteur hasst. Ah, Mist. Ich bring die beiden Sachen immer durcheinander. Ihr Meuterer hättet euch besser in Acht genommen. Aufpassen, wovor? Nun, vor einer Sache. Du wirst durch die Schande deiner eigenen Schuld in den Wahnsinn getrieben. Oh, mach dir keine Sorgen um mich. Mir wird es bald wieder gut gehen, Junge. Richtig gut. Ich mache das die ganze Zeit. Ihr Meuterer hättet euch besser in Acht genommen. Aufpassen, wovor? Nun, vor einer Sache. Wenn ich einen Kilt tragen würde, würde ich keine hochglanzpolierten Schuhe tragen. Ach, bei meiner Großtante Wilfried. Du hast recht, Jungchen. Ich hätte mich am besten in Acht genommen. Ihr Meuterer hättet euch besser in Acht genommen. Aufpassen, wovor? Nun, vor einer Sache. Ich werde dich mit einem schrecklichen Piratenfluch belegen. Könntest du Bill wie deine Freundin in festes Gold verwandeln? Ich vermute, das wäre keine große Bedrohung. Nee, Junge. Okay. Meine Güte, das ist eine große Flasche Lotion, die ihr da habt. Das ist richtig. Und wage nicht einmal daran zu denken, sie zu stehlen. Wir brauchen sie ganz bestimmt. Siehst du, das Zimmermannshandwerk kann und wird in diesem tropischen Klima die Haut vorzeitig altern lassen. Dies ist nur eine der vielen Härten, denen ein Pirat in diesen barbarischen Zeiten täglich gegenübersteht. Ei, und wenn wir Piraten keine Handcreme an Bord mitgeführt hätten, hätten wir uns vielleicht zu Tode gekratzt. Wow, wenn ich ein Geschichtsreferat über Piraten schreiben und diesen Punkt mit einbringen würde, bekäme ich glatt eine 1+. Wir sprechen über eine sichere 1+. Und durch diese 1+ könntest du an der Universität deiner Wahl zugelassen werden. Denk darüber nach. Aha. Besteht denn keine Möglichkeit, auch nur einen Tropfen Lotion zu bekommen? Nun, vielleicht können wir einen Handel machen. Du siehst, wir müssen das Schiff reparieren. Sie ist undicht wie ein Sieb. Und aus einem unbekannten Grund sind die Schiffsvorräte an Teer erschöpft. Wie die vorherige Mannschaft ohne Teer an Bord die Segel setzen konnte, kann ich nicht nachvollziehen. Aber Fakt ist, solange wir kein Teer oder Ähnliches bekommen, sind wir dazu verdammt, auf dieser Insel zu bleiben. Ei, ich gebe dir die ganze verflixte Flasche Lotion. Wenn du etwas findest, womit ich das Schiff wieder zusammenflicken kann, sodass wir nach Hause können. Aha. Ich lass dich wieder an die Arbeit. Genau. Was hat's mit der Flasche hier auf sich? Es ist eine Flasche Captain Nix Rasierseife mit einem Korken drauf. Sie muss aus dem Vorrat des Friseurs gefallen sein, als das Schiff zerschellte. Der beißt. Ah. Wir haben Korken. Okay, und die Rasierseife. Netter Korken. Schau mich. Unsere Karte? Gut, das ist alles, was wir noch haben.
Okay. Was gibt's hier sonst noch? Gibt's hier noch was? Die Prospekte haben nicht zu viel versprochen. Es ist wirklich kristallklar. Mhm. Ich wette, es ist richtig salzig. Ich kann kein Wasser in meinen Händen tragen. Na gut. Dann gehen wir jetzt weiter. Schiffswrack, ne? Da sind wir gekommen. Hier ist ein Fahrzeichen, da gehen wir zuerst hin. Ah. Elaine sieht aus, als ob sie in Ordnung wäre. Halte durch, Schatz! Ich werde dich da herausholen! Es sieht nicht so aus, als sei sie verletzt. Nun, abgesehen von der von einem Piratenflug zu Gold verwandelt Geschichte. Es ist dieser verfluchte, verfluchte Ring. Dieser Ring sitzt wirklich fest an ihrem Finger. Dafür brauchen wir bestimmt die Lotion. Wenn ich am Finger lecke, geht der Ring auch nicht ab. Okay. Es ist dieser verfluchte, verfluchte Ring. Ich glaube nicht, dass sie mich hören kann. Nichts für ungut, Elaine, aber du bist viel zu schwer für mich, um dich hier rumzuschleppen. Gut. Haben wir noch irgendwas? Die Rasierseife vielleicht? Dieses Zeug ist einfach nicht glitschig genug, damit es wirkt. Okay. Baumstumpf. Hey, ein Stumpf! Glühbirnen kann man die bestimmt fangen, aber da brauche ich bestimmt ein Gefäß und sowas dazu. Das braucht nicht eingeseift zu werden. Die sind wirklich hell. Nein. Gut, sonst noch was hier? Nö, also weiter. Gehen wir mal den Weg entlang. Hier sind Fahrzeichen, hier sind Fahrzeichen, Fahrzeichen, alles Fahrzeichen. Hier sind seltsame Lichter. Geht erstmal immer schön der Reihe nach. Also hier ist ein Strand. Hier sind Felsen. Es ist ein felsiges Stück Strand. Ein Ei. Es ist ein großes Ei, das unsicher auf dem Wipfel dieses Baums liegt. Ich komme nicht dran. Gummibaum. Und da fällt es doch runter und geht kaputt. Nur mit meinen Händen kann ich ihn nicht fest genug schütteln. Aha. Und noch irgendein Schüttelgegenstand. Aber das merken wir uns mal. Hier ist ein verwittertes Schild. Lesen wir jetzt. Fährlinie des verlorenen Walisers. Täglich unvergessliche Kreuzfahrten und Wahlbeobachtungsexkursionen. Die Prospekte haben nicht zu viel versprochen. Ah. Es ist wirklich kristallklar. Ich will wirklich nicht ins Wasser gehen. Wirklich nicht? Ich will wirklich nicht ins Wasser gehen. Ich will wirklich nicht ins Wasser gehen. Ernsthaft? Wenn du darauf bestehst? Ja. Oh. Dieser Kerl konnte wahrscheinlich seine Luft unter Wasser nicht sehr lange anhalten. Zu schade. Ja, im ersten Teil war Guybrush Threepwood. Und da, wenn man den länger... Das war's dir wert. Ja, das war mir's wert. Wenn man den länger als 10 Minuten da unten gelassen hat, ist er... Tickt, ne? Aber das hat wahrscheinlich wenige gemacht. Tja, gehen wir mal weiter. Sonst noch was eigentlich? Kann man hier hintergehen? Ein Leuchtturm, ne? Junge, ist das windig hier oben. Dahin würde der Leuchtturm strahlen, wenn er Licht hätte. Bei all diesen zerbrochenen Fenstern ist es kein Wunder, dass das Licht ausgeblasen wurde. Mhm. Vielleicht kann man da eine Art Laterne hinmachen oder so. Sie konzentriert das Licht zu einem Leuchtfeuer für vorbeikommende Schiffe. Sowas erfüllt einen Mann mit Stolz. Nein. Zum Glück muss ich sie nicht justieren.
Okay, die ist wahrscheinlich justiert, ne? Also Laternenhalter, hier ist das Ölspiegel. Oh. Das muss man bestimmt im Laufe des Spiels reparieren. Ich hab's lange nicht gespielt, normalerweise. Habe ich das natürlich alles schon mal irgendwann ausprobiert, aber es ist eine Weile her. So, also hier wieder runter. Das war der Leuchtturm, jetzt gehen wir mal hier hoch. Auf dem Etikett steht, hergestellt in Luxemburg. Aha, kann man die mitnehmen? Nein. Zu sehen, wie diese Dinge angezündet werden, zaubert immer wieder ein Lächeln auf mein Gesicht. Nein. Wahrscheinlich das Bauchrednerbuch noch? Nein, leider nicht. Was war das noch für eine Enzyklopädie? Ich kann nur Seite 243 lesen. Ein Kompass ist ein magnetisiertes Metallstück, welches in einer Flüssigkeit schwimmt. Ah. Okay. Muss man später einen Kompass basteln. Mal sehen, was dort steht. Spüren Sie die Macht der alten Vulkangöttin in Griswold Meistersuppe präsentiert? Hochexplosiv, das durchdringendste Showgirl-Kabarett der Karibik. In der Hauptrolle Wilhelmine, Verführerin des Kraters. Abends um 7. Sieht aus, als wäre das eine ganz schöne Show gewesen. Es ist ein großer, schwer aussehender, gusseiserner Kochtopf. Dieser Grill ist zu kalt, um etwas zu kochen. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Gehen wir erstmal hier ins Hotel. Oder was immer das ist. Madame Xima. Madame Xima. Xima, Madame Xima, Madame Xima, Madame Xima! Hüterin der alten Künste des Wahrsagens und des Omendeutens. Herrin der Weissagung. Cool, Sie sind eine Hellseherin. Das und so vieles mehr. Na, red mal halt mal mit der. Kommen wir ja wahrscheinlich nicht drum rum, oder? Ich fühle eine dunkle Aura, die mich überkommt. Hallo. Ah! Ah, bitte. Sei leise. Kein Geschrei. Oh, mein Kopf. Sag mir mein Schicksal voraus. Sag mir mein Schicksal voraus. Ich glaube nicht, dass du etwas darüber hören möchtest. Es gibt Dinge, die ein Mensch besser nicht wissen sollte. Aber es gibt schon so viele Dinge, die ich nicht weiß. Ich will meine Zukunft kennenlernen. Nein, du bist nicht dazu bestimmt. Ich wette, du kannst das gar nicht. Das ist das Problem. Du kannst es nicht und hast Angst, dass jeder herausfinden wird, dass du nur eine Schwindlerin bist. Weißt du, ich könnte dich mit einem Fluch belegen, der jeden Bissen Nahrung, den du zu dir nimmst, in eine ausgehungerte Kakerlake in deinen Gedärmen verwandelt, die dir den qualvollsten Tod bereitet, den du dir vorstellen kannst. Also, wirst du mir jetzt mein Schicksal voraussagen oder nicht? Ich scherze nicht. Okay, okay. Gut, macht sie nicht. Was steht für mich in den Karten? Ruhm? Glück? Eine Romanze? Nun gut. Wir werden die Karten befragen. Der Prozess, die Tarotkarten zu lesen, ist sehr kompliziert. Jede gezogene Karte sagt ein kommendes Ereignis in deinem Leben voraus. Wenn man sie zusammensetzt, erzählen sie die Geschichte deiner Zukunft. Eine Zukunft, gefüllt mit überraschenden Wendungen und... Ah! Ach du meine Güte, hör auf zu schreien! Was ist los? Ist das ein gutes... Ah! Es ist der Tod! Im Tarot bedeutet Tod nur Veränderung, nicht wahr? Ich meine, das ist nichts, was einen beunruhigen sollte, oder? Ja, sicher. Was immer du sagst. Nun gehe bitte.
Da kann etwas nicht stimmen. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Dein Schicksal kann man nicht falsch verstehen, Guybrush. Die Karten lügen nicht. Aber wenn du unbedingt darauf bestehst... Und wieder einmal, es ist der Tod! Ich fühle mich, als hätte ich jetzt mehr Glück. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Mit Glück hat das hier nichts zu tun, Guybrush. Es ist dein Schicksal. Wie auch immer, lass sehen, was die Karten diesmal sagen. Die Karte bedeutet Tod. Bist du sicher, dass du nicht vom Boden des Kartenstapels gehst? Erinnerst du dich an den Fluch, von dem ich dir erzählt habe? Okay, okay. Gib's mir. Tod! Wie viele von diesen Karten hast du eigentlich? Okay, das war wahrscheinlich immer so. Wie wär's damit, mir nochmal die Tarotkarten zu legen? Dies ist das Werk des Bösen, Guybrush. Das Schicksal hat sich gegen dich verschworen. Und kein Mensch kann dagegen etwas unternehmen. Dein Weg ist vorherbestimmt. Okay, ich hab verstanden, was du meinst. Wirklich. Nur noch einmal für Guybrush. Lass mich raten. Tod. Verlasse diesen Ort. Hä? Du bringst uns alle in Lebensgefahr. Deine Gegenwart wird uns nichts als Krankheit, Verderben und Tod bringen. Oh ja? Nun... Dämon! Dämon! Kann ich da einen nehmen? Sieh mal, ein dreiköpfiger Affe. Oh, dann sind die Prophezeiungen also wahr. Wo? Ich sehe nichts. Er muss fortgelaufen sein. Dies ist ein sehr schlechtes Omen. Madame Xima, ich... Hinfort! Du wirst allen, die dich umgeben, den Tod bringen. Das kann nichts Gutes hervorbringen. Ich wollte doch aber... Madame Xima, ich... Hinfort! Schade, ich wollte ihn nochmal zu dem Ring befragen. Na gut. Wenigstens habe ich ihre Karten geklaut. Ich wette, die ist noch nie gereinigt worden. Die Gabel steckte in all dem geronnenen Käse fest. Die Gabel steckte in all dem geronnenen Käse fest. Lass das stehen und dreh bitte das Licht etwas runter. Ich wette, die ist noch nie gereinigt worden. Ja. Da steht, sei ein Grogmann. Nein. Das möchte ich nicht. Trink Grog. Käserad. Extra großes Käserad für die ganze Familie. Ich glaube, aus diesem Zeug machen sie Nachos. Ich kann nicht das ganze Käserad aufnehmen. Kannst du ein Stück davon abbeißen? Nein, danke. So hungrig bin ich auch wieder nicht. Vielleicht mit der Schere? Ich brauche etwas, mit dem ich ein Stück abbrechen kann. Also nicht die Schere. Der Kuchenform? Nee. Diese Kuchenform würde hier nichts nützen. Na gut. Müssen wir erst irgendwas anders finden. Es ist mit Meistersuppe Familienaufzeichnungen beschriftet. Ich bin sicher, das ist nur ein Haufen juristisches Zeug, das ich sowieso nicht verstehe. Kühlschrankmagnet. Es ist ein Big Whoop Souvenirmagnet. Den nehmen wir doch mit. Ich möchte wirklich nicht wissen, was darin ist. Ich möchte wirklich nicht wissen, was darin ist. Okay. Na dann. Kann man die Tür schließen? Nee. Und wieder raus. So, gehen wir mal zum Kollegen hier. Zum Barmann. Es ist der Barmann. Gewürzgurken. Na, die schlagen mir sofort auf die Linie. Piratendrinks.
Rum, Rogers Rum, Überraschung. Ein Fass Rum mit zwei Thermosflaschen Rum gewärmt, ein Messglas Rum, drei Schuss Rum, ein Teelöffel Wermut und Gelato. Alle Zutaten mischen mit Rum, abschmecken, ist kein Wermut verfügbar, durch Rum ersetzen. Okay. Gelbarts Baby. Der blutige Stumpf. Der Blauwal. Schleim mit Tonic. Aufgeblähte Zecke. Sumpfzombie. Anhänger. Erste Behandlung bei Piratenkater. Befreit vernebelte Köpfe. Ein Ei. Pfeffer. Haar des Hundes, der dich gebissen hat. Alkoholempfindliche Patienten vor Einnahme einer Arzt konsultieren. Nicht gleichzeitig mit Alkohol einnehmen. Erschwert die Bedienung von Rudern und Maschinen. Macht sehr schläfrig. Zirrhose. Anzeichen erkennen. Schwindelanfall, Brechreiz, allgemeines Unwohlsein, Tod. Wenn diese Symptome anhalten, mit Alkohol behandeln. Blondbarts streng geheimes Keksrezept. Ach, hier kann man die Kekse nachbacken. 2 Tassen Mehl, 2 Eier, Teelöffel Hefe, Gelato. Mit Fliegenlarven abschmecken. Unser Dank gilt der Tante eines Freundes des Redakteurs, die erst 500 Biskuits kaufen musste, bevor sie das Rezept gratis bekam. Darauf gab sie es aus Rache kostenlos an alle Bekannten weiter. Diese Seite ist absichtlich leer. Okay, na dann. Mischt wie raus hier. Kam mit dem Barmann. Schiffsbild, erstmal Schiffsbild. Ein Bild der MS Klabautia Schiffer. Oh, welch wunderbares Schiff. Ein leeres Glas, kann ich das nehmen? Oh, lass das. Mach nur, dass die Schmerzen aufhören, bitte. Marschieren. Er ist voller Big Whoop Broschüren. Der Ort für Piraten und möchte gern Piraten. So, jetzt haben wir auch Broschüren. Hi, ich bin Guybrush Threepwood und ich... Hör auf zu brüllen. Ich habe nicht gebrüllt, ich habe nur... Oh, ich habe einen schrecklichen Kater. Bring mir etwas, wovon ich einen klaren Kopf bekomme und ich werde mit dir sprechen. Und sei leise. Kissen. Porträt. Grog. Es ist eine schamlose Grog-Reklame. Noch mehr Porzellan. Geht dieser Albtraum denn nie vorüber? Es ist aus Porzellan. Spiegel. Es ist das Bild von einem wirklich vertrottelt aussehenden Möchtegern-Pirat. Oh, warte mal. Können wir den... Hör bitte auf, Dinge anzufassen. Schluss mit dem Krawall. Okay, wir gehen jetzt mal hier hinten hoch. So. Es ist die Herzogin Creme von Meistersuppe, eine der Nudelmeistersuppes. Es ist Graf Gaspacho Meistersuppe, der kaltherzige Konservendosenmagnat. Baron Carlombert Fressack Meistersuppe, Pionier der Crouton-Technologie. Er sieht dem Karl an der Bar ziemlich ähnlich. Aha. Minerva Stroneheim Meistersuppe, Baronin von Borsch. Peter und Victoria Soße Meistersuppe, Graf und Gräfin von Konsum. Man kann auf den Friedhof schauen. Ich lasse es lieber offen. Da ist ein eigenartiger Geruch im Flur. Nein. Gut, dann gehen wir jetzt mal zur ersten Tür. Es ist eine Tür mit einem Bullauge für die gewisse nautische Note. Ah. Und Abstellkammer. Was ist das? Ein Nagel? Ich kann ihn nicht herausziehen. Brauche ich Werkzeug, ne? Hab gerade nichts dabei, was mir da helfen könnte, aber die hämmern ja dort am Boot rum. Vielleicht kann ich da irgendwas. Es ist ein Haufen alter Porträts der Familie von Salat. Und ich dachte, die Meistersuppes wären ein unscheinbarer Verein. Okay, hier sind nur Porträts und der Nagel. Gehen wir wieder raus. Ein Bullauge.
Gucken wir mal durch. Ich kann den Flur sehen. Sie ist bereits offen. Okay. Kann ich eigentlich so ein Bild mitnehmen? Es ist an die Wand genagelt. Okay, kann ich wahrscheinlich keins hier mitnehmen. Es ist an die Wand genagelt. Sie ist verschlossen. Okay, was hat's mit dem Sofa auf sich? Bequem. Keine Zeit dafür, ich muss meine Braut retten. Okay. Gut, da haben wir ja erstmal alles gesehen. Dem müssen wir irgendwie dieses Rezept machen. Da ist ja, gehört ein Ei dazu. Das muss ich bestimmt auf das Kissen fallen lassen, was ich hier... Die Gabel kriege ich auch nicht raus. Kann ich irgendwas machen, dass ich die Gabel da rauskriege? Nö, im Moment nicht. Hat die noch Madame Xima jetzt noch irgendwas zu sagen? Madame Xima, ich... Hinfort! Okay, ich gehe ja schon. So. Okay, wir sind auf dem Friedhof angelangt. Städtisches Heim für Verstorbene, Blood Island. Sie ist verschlossen. Da steht Tex Venture. Text Adventures waren das. Sind also beerdigt worden. Okay. Ich hoffe, die Adventures noch nicht haben nicht das gleiche Schicksal. Hattisstaub. Klecks der Gärtner. Hier liegt der alte Klecks. Es raffte ihn dahin. Er trank sein Unkraut-Ex, verdünnte es mit Gin. Okay. Gruft der Meistersuppe-Familie. Sie ist verschlossen. Ja, mal weiter. Das sind Werkzeuge. Grabstein, unbehauene. Es ist ein Haufen alter, rostiger Totengräberwerkzeuge. Die sind viel zu alt, um je wieder nützlich zu sein. Es ist ein Haufen neuer Grabsteine. Hier ist doch ein Hammer. Sehr gut. Können wir den Meißel auch mitnehmen? Es fängt an, ein Wort zu buchstabieren. Was könnte es sein? Rinderbraten? Rinderwahnsinn? Sieht aus, als hinge der Totengräber ein wenig mit seinen Beerdigungen hinterher. Stinkendes Hundehaar. Es ist genauso stinkig wie der Rest dieses Hundes. Für dieses Rezept von einem, der ihn gebissen hat. Es ist ein stinkender alter Hund. Nein, danke. Ich wette, es schmeckt so schlecht, wie es riecht. Ich wollte eigentlich mit dem Hund sprechen, nicht essen. Ich schätze, er ist nicht sehr gesellig. Ja. Nimm mal das stinkende Hundehaar. Okay, Freundchen, das wird kein bisschen wehtun. Hey, ich glaube, es hat gar kein bisschen wehgetan. Er wechselt wohl gerade das Fell. Okay. Es ist ein Haarbüschel dieses alten blinden Hundes. Hier sollte jemand mal lernen, wie man Lagerfeuer ordentlich... nein. So. Na, guck mal, was mit dem Schloss. Guck mal durch die Spalte in der Tür, ne? Ich kann gerade niemanden darin sehen.
kann gerade niemanden darin sehen. Ich hoffe, der Besitzer dieser Hütte schläft nicht darin. Okay. Wie morbide. Eigentlich braucht man ja Haare von dem Hund, der einen gebissen hat. Aber warum sollte der mich beißen? Weiß ich gerade nicht. Na gut. Also, jetzt haben wir einen Friedhof. Hier ist noch eine Gegend, die wir noch nicht waren. Pfeffer. Pfeffer. Ich glaube, das brauchen wir auch für das Rezept. So. Es ist abgeschlossen. Sie wirbeln um die Windmühlenspitze herum. Ich kann mich mit bloßen Händen nicht festhalten. Da steht ein Fass auf dem Dach der Windmühle. So, mit bloßen Händen kann er das nicht. Aber ich habe auch nichts, was er noch anziehen könnte. So, also wir brauchen. Können wir noch mal in die Rezepte gucken. So. Ein Ei brauchen wir noch. Pfeffer, Haar des Hundes. Wir brauchen noch das Ei. Gut, jetzt holen wir das Ei. Ist da sonst noch was? Nö. Das war doch hier irgendwo am Strand. Ne? Genau. Legen wir mal das Kissen auf den Felsen. Und jetzt haben wir ja so einen Hammer. Mit dem hauen wir jetzt auf den Gummibaum. Wunderbar, wir haben das Ei. So. Also jetzt haben wir alle Zutaten. Die müssen wir jetzt noch irgendwie... Damit kann ich das Hundehaar nicht benutzen. Vielleicht in einem Topf. Der im Hotel war. Hier war ja ein Topf, da könnte man das alles reintun, theoretisch. Sehen. Ich kann das eigentlich damit benutzen. Ach so, kann er nicht. Ich kann das eigentlich damit benutzen. Chili auch nicht. Ich kann Pfeffer damit benutzen. Na gut. Dann nicht. Dann gehen wir jetzt noch an den letzten Ort, wo wir noch nicht waren. Nämlich nach oben. Seltsame Lichter. Dieses Dorf ist verlassen. Wie seltsam. Es ist ein Tisch, der mit Obst und Gemüse gedeckt ist. Das ist ein großer Block Tofu. Ich kann das Gemüse auch so einfach wegnehmen. Ich weiß nicht, was ich mit dem Obst anfangen soll. Sieht aus wie Nierenkuchen. Das ist ein Holzbohrer. Das ist ein Holzbohrer. Wenn er hier so rumliegt, kann man bestimmt gebrauchen. Ein Messbecher. Er ist dekorativ und trotzdem praktisch. Ich kann das eigentlich damit benutzen. Ich kann das eigentlich damit benutzen. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter nach oben.
Oh, Inselbewohner. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Ein Pirat, was? Nun, dann müsstest du dir doch der enormen Gefahren bewusst sein, die mit einem Spaziergang in ein Kannibalendorf verbunden sind. Kannibalen? Du sagst das, als sei es etwas Negatives. Nun, das ist es. Aber wir sind nicht länger brutale und blutdurstige Kannibalen. Nein? Nein. Wir durchlebten vor ein paar Jahren eine gewaltige Veränderung in unserer Glaubensstruktur. Eine gewaltige Veränderung? Was du nicht sagst. Wir haben beschlossen, uns einem gesünderen Kannibalismus zuzuwenden. Wir haben die komplette Aufnahme von Missionarsfett zurückgeschraubt und wurden alle Vegetarier. Aber es gab da sicherlich eine Zeit, da hätte ich dich gegessen. Junge Kerle wie du, nicht zu viele Muskeln. Hey! Ich hätte dich vermutlich 45 Minuten in Weißwein mariniert, dich in einen Hauch Butter gestippt, in Bananenblätter eingewickelt und in einem Loch zusammen mit 100 heißen Kohlen verbuddelt, dich über Nacht rösten lassen. Dann hätte ich dich auf einem Bett aus Basmati-Reis zusammen mit Shiitake-Pilzen und Schalot. Aber jetzt nicht mehr, oder? Aber jetzt nicht mehr, oder? Hä? Oh, genau. Richtig, richtig. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht liegt es dran, dass ich aussehe wie eine große Zitrone. Ja, genau. Aber da ist noch was anderes. Wir haben uns schon mal gesehen. Damals auf Monkey Island. Ah, Monkey Island. Wir hatten da ein nettes Dorf. Hütten mit Mieterschutz, nah an guten Schulen. Das waren sozusagen die Salatzeiten, bis sie diesen verdammten Jahrmarkt errichteten. Jahrmarkt? Ja, Jahrmarkt. Kaum stand das erste Zelt, schwupps, und die ganze Gegend war in. Zu jeder Nachtzeit kamen Seeleute. Die grausame Musik nudelte und nudelte. Und wenn du mich fragst, ich glaube, die ganzen Gewinnspiele waren manipuliert. Ja, ja. Es war des Nachts für einen Kannibalen auf den Straßen nicht mehr sicher. Habt ihr keine Angst, dass der Vulkan euer Dorf zerstört? Der Vulkan? Oh nein. Mount Sodbrand ist völlig harmlos. Wir haben zu Sherman, dem allmächtigen Gott des Vulkans, ein Verhältnis, das sich gesalzen hat. Der Gott des Vulkans liebt würziges Essen? Halt den Mund. Oder ich esse dich. Okay. Als wir die Insel das erste Mal betraten, war der Gott sehr erzürnt. Qualm stieg in ihm auf und er spuckte Lava. Es war wirklich eklig und barg ein großes Gefahrenpotenzial in sich. Wir wussten, dass wir etwas unternehmen mussten, um den Gott zufriedenzustellen und dachten, ein ordentliches Opfer wäre das Richtige. Naheliegende Vermutung. Aber als wir das Opfer in den Vulkan warfen, brach Mount Sodbrand heftig aus. Wir dachten, Sherman wäre böse auf uns, also brachten wir ihm jeden Tag Opfer. Wir haben alles versucht. Fisch, Geflügel, Vieh, Phenylalanin. Das Übliche halt. Dann eines Tages versuchten wir es mit Brie. Es gab eine riesige Eruption, die uns beinahe alle getötet hätte. Was ist geschehen? Sherman verträgt keine Laktose. Ah, jetzt ergibt es einen Sinn. Jetzt macht Sherman eine sehr strenge Diät. Er bekommt nur frisches Obst, Gemüse und natürlich Sojaprodukte wegen der für den Muskelaufbau so wichtigen Proteine. Ja, wissen wir, wofür wir den Käse brauchen, um den Vulkan zu ärgern. Nettes Dorf habt ihr hier. Danke. Es ist nicht viel, aber es ist ein Zuhause. Wir haben unser Bestes gegeben, um den klassischen Charme eines Kopfjägerdorfes einzufangen. Während wir zur gleichen Zeit all die modernen Behaglichkeiten, die uns die europäischen Eroberer brachten, einbezogen. Dir ist vielleicht bereits unser hochmodernes Schlachthaus aufgefallen, welches so geschickt entworfen wurde, dass es nach außen den Anschein der klassischen Schamanhütte weckt. Wie idyllisch. Ja, finden wir auch. Lebt ihr in ständiger Angst vor einer Fruchtfliegenplage? Nicht seit ich zu einem Aftershave auf Malathion-Basis übergewechselt bin. Äußerst verlockend. Danke sehr. Machen die am Zoll Schwierigkeiten, wenn ihr durch wollt? Du hast keinerlei Vorstellung davon. Okay. Beiseite, ich beabsichtige, den Vulkan zu besuchen. Ich fürchte, das kann ich nicht zulassen. Wir beginnen gleich mit unserer Zeremonie. Fantastisch! Ich bin fasziniert von euren idyllischen Stammesbräuchen. Postkarten und Dias sind in der Lobby erhältlich. Nicht-Kannibalen ist es untersagt, bei der eigentlichen Zeremonie anwesend zu sein. Das ist aber unfair. Sag das den Vulkangöttern. Ich mache die Regeln nicht, weißt du? Wann beginnt die Zeremonie? Sie sollte bereits vor einer halben Stunde beginnen.
In diesem Augenblick bereiten Mitglieder meines Dorfes ein menschenähnliches Opfer für den Vulkangott vor. Menschenähnlich? Wegen der heiklen Verdauung des Vulkangotts können wir ihn nicht mit echten Menschen füttern. Also opfern wir einen Menschenersatz. Er schmeckt nicht richtig wie ein Mensch, aber er hat eine ähnliche Beschaffenheit. Worauf wartet ihr noch? Wir warten noch auf unseren Stargast. Wer ist euer Ehrengast? Er ist Botschafter einer der anderen Inseln. Das ist Teil eines neuen Kannibalenbegegnungsprogramms zwischen den Dörfern. Offensichtlich sind nicht alle Dörfer so pünktlich wie unseres. Ich helfe euch, ihn zu suchen. Wie sieht er aus? Ich weiß es nicht. Er sollte für die Zeremonie passend gekleidet sein. Und er sollte besser ein Vegetarier sein. Wir haben ausdrücklich um einen Vegetarier gebeten. Okay. Das werden wir dann wohl sein. Müssen wir uns verkleiden. Wir sehen uns. Okay, da sind wir wieder. Wir haben einen Tofu-Block. Vielleicht können wir den ein bisschen platzieren. Das sieht wie eine Maske aus. Komm mal hier vor. Geil, Brasch. Geht's. Okay. Zitronenbirne. Es ist der Anführer der Kannibalen. Endlich bist du da. Komm her, wir sind spät dran mit dem Opfer. Gott des Vulkans im Innern des Mount Sodbrand. Nimm dieses Opfer, das wir dir darbringen. In Form von Fleisch, mit hohem Anteil an Fasern und bekömmlicher Zellulose. Frei von allem Fett und ungesättigten Fettsäuren. Auf dass es dich nährt und dein Wohlwollen über unser bescheidenes Dorf bringe. Und dass deine eitrige Kraterbeule nicht in Wallung komme. Okay, Jungs, schmeißt ihn rein. Ihr wart ein wunderbares Publikum. Danke und gute Nacht. Okay. Brodelnd. Ihr füttert den Vulkan mit Puppen in Menschenform, die aus Gemüse bestehen? Ja, das tun wir. Sherman ist kein strenger Vegetarier. Aber fettes Essen kann ihm schlimme Verdauungsstörungen bescheren. Okay, also müssen wir als nächstes fettes Essen für den Vulkan besorgen. Und das werden wir wohl in der nächsten Folge machen. Heute haben wir uns hier erstmal umgeschaut und haben schon mal alle Gegenden erkundet. Beim nächsten Mal haben wir einiges vor. Wir müssen für das Kater-Rezept brauen und hier müssen wir wahrscheinlich Käse reinschmeißen, nehme ich mal an. Also sage ich schon mal Tschüss für heute, bis zum nächsten Mal, euer Astronier. Tschüssi.